fahre ja kein Auto, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich fahre kein Auto. Mit Navi ist ja, heute ist ja einfach. Navi ist ja langweilig im Grunde genommen. Was habe ich früher Orte gefunden, weil ich mich verfahren habe? Ich habe ja das Hessenland gar nicht kennengelernt, wenn ich mein Navi gehabt hätte. Aber mein Navi ist auch manchmal blöd, ihr wollt schon Spessart, ne? Weibersbrunn hat gesagt, der Name ist sexistisch, muss es selber finden, also blöd. Aber der kann auch hessisch, ich habe jetzt einen hessischen Navi, ist ganz anders. Man fühlt sich gar nicht mehr so allein im Auto. Ne? Der sagt immer, Ausfahrt vor dir, ne? Sondern sagt, gib acht, du Simpel, dass du nicht wieder verfährst, da musst du raus. Der sagt auch im Kreis in der zweiten Ausfahrt, sondern er sagt, willst du hier Karussell fahren oder mal wollen wir heim? Ne? Dann habe ich mich verfahren, dann sagt der Navi zu mir, du Arschwäsche, dir muss ich mit der rechnen. Und ich habe noch einen Freund, wirklich, habe einen guten Freund. Gute Freund muss man ja haben. Man muss ja auch mal im Ausland muss man ja Verbindung haben, einen guten Freund. Und dem habe ich neulich ein bisschen geutzt. Ich utzen gern. Ich will alt utzen gern. Ich sage mir hinterher, erst einer wird es ihm schon erklären. Aber dann, du, ich bin neu in Logiker. Also ich war ein Logiker, ich mache ein Beispiel, habe ich gedacht. Hast du Aquarium? Ja. Ah ja, du hast auch Fische. Ja, logisch, ja. Da bist du auch tierlieb, ja. Weil tierlieb ist es auch kinderlieb. Ja, da hast du recht. Habe ich gesagt, und wenn du kinderlieb bist, hast du auch Kinder. Ja, ich habe auch Kinder. Hast du auch die Farbe zu? Ja, aber Farbe zu. Bist du auch nicht schwul? Ach, Alex, super, wie du das rauskriegst, ne? In dem Moment kommt ein Kumpel, andere Offenbacher, zu meinem Offenbacher. Und sagt, na, wie geht's? Hat mein Kumpel, ach, mir so gemacht, hat der Dusch mit Logiker. Hat der andere Offenbacher gesagt, was ist denn das? Hat mein Offenbacher gesagt, du, ich gebe dir ein Beispiel. Hast du Aquarium? Nee, Schwulsau. Der hat ja, schau, ein Syrer, der ist Christ, habe ich Pech gehabt, aber der lernt schnell. Ihr unterschätzt die Syrer nicht. Kürzlich hat schon einer von der AfD bei mir beschwert, ein Syrer hätte einen Job abgenommen. Da habe ich gesagt, jetzt merkst du jetzt, wie scheiße du bist, wenn ein Syrer kommt ohne Sprache und dir einen Job abnimmt. Aber ist egal. Der Syrer hat so schnell gelernt, ich habe gedacht, wie schnell er Deutsch als Schwarz sein kann. Hat er? Habe ich gesagt, ich bringe dir deutsche Gewohnheiten, also amerikanische Sitte bei, mit auf die Hochzeit genommen, ne? Habe einen Blumenstrauß gegeben, wenn die Braut rauskommt, schmeißt sie hinter dich, weißt du, wer ist nicht. Ah ja, gut, okay. Haben wir exerziert, gut. Es war Beerdigung, Facebook-Freund ist gestorben. 6000 Freunde auf Facebook, wir waren zu fünf. Gut, wir waren zu fünf auf dem Friedhof. Hinter mir in der Friedhofsbeamte und steckt der Syrer, wo hat der den Blumenstrauß her? Der wird doch nicht. Kaum war das Arsch umgeschmeißt, der Syrer den Blumenstrauß wieder sehen. Der Friedhofsbeamte fängt und sagt, mein Syrer, die Stelle wird frei. Das hat ganz schnell.